Die Einladung, für die Möglichkeit, das hier vorzustellen. Ich bin mir sehr bewusst sozusagen, dass ich als Rechtswissenschaftler gelegentlich sozusagen wahrgenommen werde als trocken oder vielleicht schwierig zu konsumieren. Mir ist klar, dass der Einblick in die Rechtswissenschaft oder in das Recht sozusagen schwierig sein kann. Ich will darauf Rücksicht nehmen und sozusagen mich aufs Wesentliche beziehen und versuchen, das verständlich zu machen. Worum geht es mir? Ich will ein bisschen aufzeigen, wie das Recht damit umgeht und das explizit auf den Vogelschlag beziehen, weil hier ein bisschen eine besondere Situation ist, weil Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, wie wir gerade eben gezeigt haben, so effektiv sind. Das ist sehr relevant sozusagen, wie wir damit umgehen, auch im rechtlichen Sinne. Und anschließend daran, also welche Vorschriften ein bisschen, wie das dieses Steuerungsprogramm dann aussieht, ergibt sich dann auch für uns eigentlich recht klar, wo Probleme liegen, die wir adressieren müssen und wo wir diese Lösungsmöglichkeiten auch entwickeln können, was meines Erachtens nicht ganz unrelevant ist. Da haben wir, glaube ich, auch ein Problem. Grundsätzlich, wie möchte ich vorgehen? Ich möchte ein paar verschiedene Rechtsinstitute vorstellen, nämlich also, wo wird eigentlich Vogelschlag adressiert, aus so einer rechtlichen Perspektive heraus. Erstmal gibt es so allgemeine Maßnahmen zum Gebietsschutz, sozusagen allgemeine Verträglichkeit sozusagen in Natur und Landschaft. Und dann haben wir besonders einschlägiges, besondere Artenschutzrecht. Das ist deshalb einfach interessant, weil das Artenschutzrecht einfach für sämtliche europäischen wild lebenden Vogelarten Anwendung findet und deswegen die komplette Bandbreite eröffnet. Das ist eigentlich eine Ausnahme, das sonsterweise nämlich nicht passiert. Und weil Vogelschlag ja auch alle Vögel betrifft, sozusagen haben wir da eine hohe Überschneidung. Beim andere Rechtsgebiete, die viele vielleicht kennen, also der Gebietsschutz, wie FFH-Schutzgebiete oder auch andere, auch die sind einschlägig. Aber sie hängen ein bisschen mehr davon ab, was für Schutzziele ich mit diesem Gebiet verfolge, weshalb ich mich jetzt auf das Artenschutzrecht mehr konzentriere, weil da habe ich das Problem sozusagen immer. Und ausgehend davon, also welche rechtlichen Maßstäbe gelten, kann ich sozusagen die Entscheidungsverfahren ansehen. Da geht es mir einmal um die Planung, also quasi nicht nur vor Beginn eines Vorhabens, sondern mir geht es auch darum, wie eine Behörde, wie sozusagen eigentlich eine gesellschaftliche Perspektive eine Steuerung entwickeln kann. Und dann geht es mir ein bisschen darum, um die rechtlichen Wirkungen von Zulassungsverfahren, also Baugenehmigungen, emissionsschutzrechtliche Genehmigungen etc. Da gibt es noch eine Besonderheit vielleicht, die ganz interessant ist. Zunächst zum Grundsatz. Also eigentlich, und das kennen, glaube ich, auch viele, das ist eine Eingriffsregelung. Die Idee ist, außerhalb von bebauten Gebieten, sozusagen, ist die Idee, dass ich einen Mindestschutz in Natur und Landschaft habe. Und dieser Mindestschutz hat eine besondere rechtliche Konstruktion. Sobald ich also irgendwo erhebliche Beeinträchtigungen befürchte, dann gilt so eine kaskadenartige Rechtsfolgenpflicht. Also das Erste ist, was ich machen muss, ich muss vermeiden. Also die Wirkungen, die ich erzeuge, muss ich möglichst vermeiden, soweit es mir zumutbar ist. Und das ist eigentlich ein ganz Grundsatzgedanke, der darauf basiert, die möglichst schonende Verwirklichung von Vorhaben. Das ist der Gedanke davon. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich kompensieren. Kompensieren meint, ich muss eine Ausgleichsfläche schaffen, ich muss eine Ersatzfläche schaffen. Also das, was ich kaputt mache, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Feuchtgebiet trockenlege, dann muss ich an anderer Stelle dafür die Natur aufwerten oder das Habitat oder das Biotop sozusagen an anderer Stelle wiederherstellen. Das sozusagen ist der zweite Punkt, der greift aber erst, wenn ich nicht vermeiden kann. Das sozusagen ist die kaskadenartige Folge. Und auch wenn das nicht geht, dann ist es möglicherweise nicht zulässig, aber in der Regel sozusagen geht es dann um Geldzahlungen, die man dann leisten muss. Wichtig bleibt aber eben, dass ich diese Vermeidung als vordergründige Pflicht habe. Und diese Vermeidung ist deshalb interessant, weil wir von Herrn Fiete auch gerade eben gesehen haben, ich kann vermeiden. Und dadurch, dass ich effektive Maßnahmen da habe, kann ich das komplette Problem Glas auf dieser ersten Stufe bewältigen. Und auch die Kosten sozusagen für diese Maßnahmen sind nicht derart hoch, dass sie hier relevant sind. Es geht also allein darum, habe ich eine erhebliche Beeinträchtigung, die ich befürchte? Und dann, wenn ich das bejahe,
muss ich sozusagen die Maßnahmen ergreifen, um den Schutz zu verwirklichen. Auf eine Sache möchte ich hinweisen, das fand ich ganz spannend. Ganz am Anfang haben wir ja über diese Umfrage, die jetzt von den Teilnehmenden ja erstellt oder mitgewirkt wurde, und da haben wir ja gesehen, wie einerseits das Problem beschrieben wird, aber wenig wahrgenommen wird. Und dieses Wahrnehmungsdefizit und dann auch Lösungsmöglichkeit sozusagen, dass ich darüber wenig weiß, das spiegelt sich dann auch im Recht wider. Also ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass Sie, wie Herr Fiedler vorhin auch beschrieb, dann mit Behörden in Kontakt treten oder auch mit Gerichten in Kontakt treten und da sozusagen Wissensdefizite sind. Das heißt, wenn Sie aktiv werden wollen oder wenn Sie sich dafür irgendwie einsetzen wollen, dann achten Sie darauf, dass diese Awareness und sozusagen Wissensdefizite bestehen. Andererseits können da sozusagen auch dann Gefahren herrschen, weil wenn eine Behörde falsch handelt, ist es halt rechtswidrig und im Rechtsschutzverfahren können das Problem dann behoben werden. Das heißt aber, dass da sozusagen gewisse Risiken im Raum spielen. Wir sehen hier eine Entwicklung. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren gibt es eine zunehmende zunehmendes Wissen auch in Institutionen, aber das sozusagen ist noch vorhanden. Zurück also zu unserer Rechtspflicht. Grundsätzlich muss ich also vermeiden, wenn ich eine erhebliche Beeinträchtigung habe. Wenn ich also ein Vorhaben, ein Gebäude bauen möchte und ich erwarte da einen Vorgeschlag, eben in einer bestimmten Menge, zumindest jetzt nicht völlig unbeeindruckend, dann muss ich vermeiden. Dieser Grundsatz hat eine Ausnahme und diese Ausnahme ist wirklich bedeutsam. Und zwar, das ist so ein Kampf, der vor allem in den 80er, 90er Jahren geführt worden ist über, habe ich eher das Baurecht, was irgendwie Anwendung findet, wo man sich nur um Standsicherheiten, Feuersicherheit eher kümmert, oder integriere ich jetzt weitgehend naturschutzrechtliche Regelungen. Und man hat de facto die Anwendung dieses Grundsatzes massiv beschnitten. Also der Grundsatz, den ich gerade beschrieben habe, gilt eben nicht in bebauten Gebieten. Und er gilt auch nicht, wenn ich ein Planungsdokument quasi habe. Also wenn ich sozusagen die städtebauliche Planung vorangetrieben habe und ich habe einen Bebauungsplan. Wenn der sozusagen da ist, dann fällt auch die Anwendung raus. Es bleibt also nur noch übrig der Außenbereich, also da, wo eben keine Gebäude, also außer geschlossene Ortschaften. Und da wird in der Regel kaum was verwirklicht. Und das heißt, dieser Grundsatz ist direkt kaum anwendbar. Er ist aber sehr wichtig, weil wir ihn gleich nochmal in der Planung sehen werden. Er ist nicht ein bisschen auf die Planung verschoben worden. Und ich möchte nur sozusagen aufzeigen, es gibt an sich ein sehr schönes Instrument, es ist aber nur selten anwendbar, weil eben Bebauungspläne typischerweise es ausschließen. Und da sozusagen werde ich das Problem nicht Herr. Das Planungsrecht hat dann nochmal eigene Probleme. Insbesondere zu dem Zeitpunkt, wo ich plane, habe ich möglicherweise keine Forschung davon, wie das Gebäude äußerlich aussehen soll, wie viel Glas wirklich verbaut sind, welche Glaseigenschaften da verbaut werden sollen. Und da gibt es auch nochmal Probleme, dazu komme ich aber gleich nochmal. Ich möchte jetzt auf das besondere Artenschutzrecht eingehen. Das besondere Artenschutzrecht dürfte bekannt sein, es ist in § 44 BNHG geregelt. Und es ist im Kern die Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union. Und es verbietet eben wildlebende Tiere der besonders geschützten Arten zu verletzen oder zu töten. Und wie gesagt, alle europäisch wildlebenden Vögel sind besonders geschützte Arten. Das heißt, der Anwendungsbereich ist hier sozusagen sehr weit eröffnet. Gilt im Übrigen, wie ich die Frage gerade eben im Chat gesehen habe, auch für Fledermäuse. Also auch die sind da rüber geschützt. Und ursprünglich war es gedacht, sozusagen gegenüber einzelnen Maßnahmen, also jemand, der irgendwie handelt, also Leute, die Sport machen im Naturschutzgebiet und da vielleicht auch Tiere sozusagen beeinträchtigen oder Verletzungshandlungen, weil Leute aus Spaß irgendwas machen oder so. Also das sozusagen, das war der ursprüngliche Gedanke und der wurde jetzt erweitert auf Vorhaben. Also ob ich jetzt etwas baue, ob ich etwas modifiziere. Grundsätzlich geht es also meistens um Gebäude. Und auch darauf ist es anwendbar. Um diese Anwendbarkeit herzustellen, gab es eine Modifikation. Der Grund ist nämlich, dass dieses Verbot bereits ein einzelnes Individuum schützt. Der Gedanke also ist, ich darf nicht mal sagen, eine Blaumeise töten, das ist ja auch nie nachvollziehbar. Nur wenn ich jetzt
größere Vorhaben habe, dann habe ich ja das Problem, dass ich damit unweigerlich irgendwann ein Tier sozusagen sterben kann. Wenn ich eine Autobahn baue, dann ist es einfach schlichtweg unmöglich, eine Autobahn zu bauen, ohne dass irgendein Tier sozusagen dabei verloren geht. Und um dieses Problem zu adressieren, wurde ein Kriterium eingeführt, das jetzt erhebliche rechtliche Probleme verursacht. Und das ist das Signifikanzkriterium. Ich will kurz auf die Anforderungen hinaus. Also wenn ich ein Vorhaben habe, sei es also eine Autobahn, sei es ein Gebäude, was auch immer, dann gelten zwei Modifikationen. Und das sind auch zwei, manchmal ist das noch nicht so durchgedrungen, dass es das wirklich zwei sind. Also erstens darf ich keine Risiken erzeugen, die Gefährdung für die Tierarten erheblich erhöht. Und es ist auch keine Frage von, wie groß die Population, sondern es geht darum, das Risiko, gegen den quasi Individuen ausgesetzt werden, ist das deutlich höher als in Natur. Auf die Kriterien im Detail komme ich gleich. Und die zweite Pflicht ist, dass ich die Beeinträchtigung, unabhängig wie hoch sie jetzt eigentlich ist, mit eben gebotenen fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen vermeiden kann. Und da sehen wir auch wieder, wie interessant es ist, sich über Vermeidungsmaßnahmen auseinanderzusetzen oder damit zu beschäftigen, weil ich die Pflicht zu vermeiden in diversen Instituten, also rechtlichen Anwendungen habe und das halt einfach hier sozusagen sehr gut wirken kann. Es gibt einen erheblichen Streit oder Unsicherheit schlichtweg darüber, was signifikant ist. Der Signifikanzansatz wurde vom Bundesverwaltungsgericht entwickelt und es ist eigentlich relativ offen, was ist jetzt signifikant? Also wann sozusagen ist ein Gebäude, das Glas verwendet, jetzt ein signifikantes Risiko und wann ist ein Gebäude mit wie viel weniger Glas oder wie auch immer gestaltet, ein nicht mehr signifikantes Risiko? Und also ich kann es kaum quantifizieren. Ich weiß auch nicht wirklich, wie wird das Risiko gemessen? Vor allem, woran messe ich eigentlich? Messe ich sozusagen einem Standardgebäude mit halt einer Lochfassade und gehe davon aus? Oder messe ich eigentlich sozusagen vom Naturraum aus? Und das muss ich auch eigentlich machen, weil wenn ich an der menschlichen Nutzungsart als Basisvariante messe, dann werden hinzukommende Gefährdungen, die ich erstelle, erstens immer abhängig davon sein, was ich eigentlich überhaupt will. Also wenn ich eine grundsätzliche Maßnahme habe, die einfach gefährlich ist, dann relativiere ich das ja. Und je mehr Gefährdungen sozusagen zusammentreten, desto höher ist natürlich der Druck, die Arten ausgesetzt sind. Und das heißt, wenn ich es ehrlich beurteilen möchte, muss ich sozusagen eigentlich immer an einer Kulturlandschaft oder sozusagen an einer Normallandschaft sozusagen messen, um zu sehen, so ist der Prädationsdruck oder so sozusagen ist die Gefährdung der einzelnen Arten. Und davon sozusagen messe ich dann, wie beurteile ich eigentlich mehr oder weniger, wie stark verändert sich das, wenn ich mein Vorhaben durchsetze. Also was passiert, wenn ich jetzt ein Gebäude mit einer Glasfassade in die Landschaft stelle? Und das werde ich aber häufig nicht wissen. Also hat ein Vogelschlag ist das Problem ja, es betrifft alle Arten größtenteils. Und es ist auch deshalb kaum quantifizierbar, weil ich nie genau weiß, vor allem bevor ich das baue, wie genau und wo genau werden Tiere dagegen fliegen und damit sozusagen auch kollidieren. Und dieses Problem muss ich jetzt rechtlich bewältigen. Die rechtliche Bewältigung sieht ein Programm vor, wie ich vorgehen soll. Also erstens muss ich irgendwie eine Tatsachengrundlage schaffen, auf der ich dann die Beurteilung vornehme. Und von der Basis aus mache ich eine Prognoseentscheidung. Und Prognoseentscheidungen, das sind immer Unsicherheitsentscheidungen. Also wenn ich etwas für die Zukunft prognostiziere, das ist immer unklar, wie es genau in Realität dann sein wird. Das ist nicht unrelevant, weil wir darüber sozusagen das Vogelschlagsrisiko bestimmen müssen. Und wenn ich dann die Prognoseentscheidung getroffen habe, muss ich dann naturschutzfachlich bewerten. Also grundsätzlich davon ausgehen, ja, also es wird zu Vogelanflügen kommen, es wird zu Kollisionen kommen. Wie bedeutsam ist das aktuell in dieser Situation, naturschutzfachlich? Was ich nicht machen darf, ist Populationen zu betrachten, zu sagen, ja, wie groß ist die Population hier vor Ort, wächst die, schrumpft die, sondern ich gehe sozusagen von der artspezifischen Betrachtung aus. Und das kann ich ein bisschen generalisieren.
wenn ich so eine Bandbreite an Wirkung habe. Die Tatsachenermittlung kennen wir eigentlich auch aus anderen Bereichen bereits, wenn zum Beispiel Habitatspotenzialanalysen vorgenommen werden, wenn es um Umweltverträglichkeitsprüfung geht oder ähnliche Verfahren. Also das ist eigentlich kein unbekanntes, Verzeihung, kein unbekanntes Territorium. Also grundsätzlich muss ich davon ausgehen, welche Tierarten sind im Vorhabenbereich existent, die ungewöhnlich stark von den Risiken betroffen sein können. Und da kann ich eben von den Kriterien, wie Vogelschlag denn eigentlich wirkt, ausgehen, um das ein bisschen zu beschätzen. Also wie viele Vögel halten sich in der Nähe des Gebäudes auf? Ist die Vogelaktivität hoch? Wie werden die Räume genutzt? Wie werden möglicherweise auch die Strukturen vor Ort genutzt? Also insbesondere zum Beispiel, wenn ich einen Fluss habe, wird der Rhein zum Beispiel, wird der vielleicht für den Vogelzug genutzt? Dann habe ich entsprechend eine viel höhere Problematik, als wenn ich irgendwo in einem engen Tal, also woanders bin jetzt schlichtweg, wo dieser Vogelzug vielleicht keine so eine große Rolle spielt. Was ich nicht brauche, ist, ich muss nicht alles ausermitteln. Ich muss also jetzt nicht für jedes einzelne kleines Gebäude, was ich durchführen möchte, jetzt eine Habitatspotenzialanalyse durchführen. Ich muss jetzt nicht eine Ortsbegehung mit allem machen. Ich kann auch gewisse Analogieschlüsse machen, wenn ich ähnliche Erkenntnisse aus der Umgebung habe. Ich kann bereits vorhandene sozusagen Nutzungs- oder Registerdatenbanken abrufen und es muss sozusagen eine valide fachliche Einschätzung sein, auf der ich mich sozusagen meine Grundlage setze. Dann, wenn ich sozusagen weiß, wie sich Tiere in der Nähe des Gebäudes verhalten, dann nehme ich meine Prognoseentscheidung vor. Ich versuche also ungefähr zu bestimmen, wie groß wird Vogelschlag als Problem dann auftreten? Wie viele Kollisionen werde ich in etwa verursachen? Ich kann das in der Regel wahrscheinlich nicht quantifizieren. Ich kann aber mit risikoerhöhenden Faktoren rechnen und ich kann mit risikominimierenden Faktoren rechnen. Und wenn ich darüber sozusagen versuche abzuwägen, welche risikoerhöhenden Faktoren treffen hier eigentlich zusammen, dann kann ich dann auch absehen, ob ich im Gesamten dann eine deutliche Erhöhung habe. Und natürlich ist es schön, sich um eine möglichst empirische Evidenz zu bemühen, soweit halt möglich. Auch da sozusagen rechnet das Erkenntnisinteresse nicht jedem Aufwand. Noch zwei Minuten. Sorry. Danke. Und die Erkenntnisdefizite sind wesentliche Einflussfaktoren, also die ich da annehmen muss. Die Bewertung ist dann sozusagen, wie viel Gefahren sozusagen kann ich eigentlich zulassen. Das hängt auch ein bisschen von den Arten ab, wie hoch ist die Resilienz. Und darauf kann ich eine artspezifische Bewertung machen oder naturraumbezogene Kriterien heranziehen, die ich dann bewerte. Und diese Bewertung kann ich dann meiner Entscheidung zugrunde legen. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, ich habe eine erhebliche Erhöhung, bin ich im Verbot. Da gibt es auch einen Vorschlag zu mit so einem Punktsystem der Vogelstadtwarten, der Vogelwarten, das ich ganz interessant finde, einfach um das ein bisschen einschätzen zu können. Und das Ganze wird flankiert mit einer Vermeidungspflicht. Die ist unabhängig von dieser Erheblichkeit und sie greift sozusagen diesen strengen Schutzansatz der FFH-Richtlinie auf. Und da gilt es eigentlich, eine verhältnismäßige Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Und da spielen dann auch Kosten gewissermaßen eine Rolle. Und sozusagen, ich kann eine Gedesto-Formel machen. Je empfindlicher eine Art auf anthropogene Risiken reagiert, desto eher sind Schutzmaßnahmen geboten. Und ebenso ist ein zusätzlicher Aufwand umso weniger gerechtfertigt, je mehr die jeweiligen Arten auf hohe Verluste eingestellt sind. Also deshalb, muss eher was machen, wenn es nur eine geringe Resilienz gibt gegenüber Arten mit hoher Resilienz. Jetzt will ich das Ganze noch zurückführen auf die Planung. Ich kann die Maßnahmen vorweg bereits schon in der Planung festsetzen. Also eine Bebauungsplanung, das sieht man hier rechts im Bild, kann ich diese Maßnahmen, wie zum Beispiel Vogelschlagmarkierungen, festsetzen, wenn ich eben solche Wirkungen befürchte. Und da wird häufig eingewandt gegen, das bräuchte einen Flächenbezug und es sei nicht zulässig. Und das ist eine veraltete Auffassung, die greift nicht mehr. Entscheidend ist, dass ich einen raumbezogenen Konflikt habe, nämlich unterschiedliche Nutzungsinteressen. Vögel sind da, menschliche Nutzungsinteressen, ich möchte es bauen.
Und das versuche ich mit diesen Maßnahmen auszutarieren. Und wenn ich das versuche, kann ich es auch in die Planung integrieren. Und auf dieses Potenzial möchte ich hinweisen, weil das tatsächlich sehr effektiv sein kann, einfach auch Konflikte bei der Vorhabenzulassung zu entschärfen. Und zuletzt, in einem Zulassungsverfahren gibt es unterschiedliche Prüfungsdichten. Also wie viel wirklich schaue ich mir an, was in der Umwelt damit passiert mit meinem Vorhaben. Und in der Regel wird der Vorschlag nicht begutachtet, weil entweder sind es kleinere Vorhaben, da sind die Vorschriften kaum zu prüfen, oder es sind größere Vorhaben, dann geht es meistens um andere Gefährdungen, wie zum Beispiel Giftgase oder Ähnlichem. Aber ich möchte darauf hinweisen, man sollte es versuchen, dort zu bewältigen, auch aus Vorhabenträgersicht, weil mein Schutz, den ich mit der Genehmigung erhalte, ist abhängig davon, ob geprüft wird oder nicht. Und wenn ich das nicht prüfe und bewältige, dann kann ich mich nachher auch nicht gegen nachträgliche Maßnahmen wehren. Also der Rechtsschutz ist davon abhängig, ob ich es im Vorhaben, im Zulassungsverfahren Vogelschlag berücksichtige oder nicht. Das ist vielleicht ganz wichtig, immer im Hinterkopf zu haben, dass ich im Zweifel da eine Falle laufe, eine falsche Vorstellung habe davon, ob ich dann nachher das Thema durch ist oder nicht. Ja, damit möchte ich danken. Das sind jetzt die wichtigsten Aussagen, die ich vielleicht vermitteln möchte. Ich danke aber dafür, dass mir so eifrig zugehört worden ist und hoffe, dass diese rechtlichen Maßstäbe nachvollziehbar waren. Ja, vielen Dank.